Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist eins, also ich glaube, das ist das Video, wo ich wirklich am wenigsten mitgerechnet hätte dieses Jahr. Weil das, was uns passiert ist, kannst du keinem erzählen. Also ich glaube es bis heute nicht. Es ist aber passiert. Wir haben hier einen Kaffeebecher von der Messe und eine Arbeit. Jeder von euch hat gesehen, das Auto fuhr zur Messe. Es fuhr zur Messe. Zurück wird es leider geschoben. Und zwar, wir haben tatsächlich auf dem Messeboden einen Kolbenring gefunden. Ein Stück vom Kolben. Also, wie gesagt, die Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, die wird euch komplett... Also, ich habe selber Schwierigkeiten, das zu begreifen. Deswegen filmen wir das jetzt auch wirklich in Real Life. Damit ihr live dabei sein könnt, wenn wir das Ganze zerlegen. Aber es ist Folgendes passiert. Dieses Auto war auf dem Bilster Berg. Nach dem Bilster Berg haben wir, da hatten wir Probleme mit der Spannung und hatten ab und an mal eine Über- und Unterspannung. Danach haben wir das Auto zur Essen Motorshow gebracht. Ich war froh und stolz, dass wir tatsächlich mal ein Auto haben, was laufend in die Halle reinfährt und das noch eine Woche vorher. Es stand bei Wiechers auf dem Stand. Dort wollte ich beim Messeabbau das Auto abholen. Batterie war leer, ist leider häufiger der Fall. Das heißt, Auto überbrückt, rübergefahren. Warm laufen lassen, beziehungsweise Batterie voll laufen lassen, bis meine App mir angezeigt hat, dass die Lightblocks wieder voll ist. So ungefähr 20 Minuten. Ich bin zum Auto gegangen, weil mir ist eingefallen, hast du vielleicht vergessen, den Lüfter anzumachen, also anzuschließen, bevor das Ding jetzt kocht und ausgeht. Es würde von der Software her eh ausgehen als Schutzfunktion. Guckst du mal lieber einmal. Gucke auf den Tacho, alle Werte top. Gebe einen einzigen Gasschuss. Einen einzigen Gasschuss im Leerlauf und es knallt und ich dachte gleich brennt die ganze Messehalle ab, weil wirklich in dem Motor gefühlt, geschätzt, so ein Loch ist. Also er ist wirklich beim Gasgeben kaputt gegangen. Aber das zeigen wir euch jetzt mal kurz, weil Celem hat glücklicherweise mitgefilmt. Nein. Alter, ich hab's auf Video. Du hast jetzt gerade drauf hast. Also ich bin wirklich immer noch sprachlos. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das passieren kann. Wirklich. Ich weiß es nicht. Ob jemand was ins Öl getan hat, ob es einfach ein blöder Zufall war, das genau in diesem Moment... Aber Leute, das Auto ist durchgefahren. Natürlich hat es ein paar Vorschäden gehabt. Es kann auch sein, dass die Vorschäden so groß waren, dass das jetzt wirklich das letzte Quäntchen war. Aber Leute, wie wahrscheinlich ist es, dass man Runde für Runde auf dem Bilster Berg fährt, das Auto abstellt und beim ersten Mal Gas geben. Wir werden nachher in Log gucken, weil wir haben zum Glück alles mitgelockt, was da eigentlich passiert ist. Fliegt das ganze Ding auseinander. Mein Herz hat geblutet, die Laune war im Keller, verständlicherweise. Der Motor war so gut und hat so gut durchgehalten. Wir haben zwar schon Ersatz dafür, aber dass der dort aufgibt, hätte ich. Also ich behaupte sogar, wenn ich einen von meinem Kumpels besoffen 1000 Euro gegeben hätte und hätte gesagt, mach den Motor kaputt, hätten sie es normalerweise im Leerlauf gar nicht hinbekommen. Weil selbst wenn du den übelsten Launch Control Marathon fährst, wie auch immer, dann brennt vielleicht mal Ventil weg oder so. Aber dass das Ding so auseinanderfliegt, bin ich wirklich überfragt. Ich glaube, damit hat auch keiner gerechnet. Also wirklich, ich hätte lieber ein anderes Video jetzt am Jahresende gebracht, aber ihr wisst ja, bei uns gibt es jeden Schaden auch mit dazu, weil davon leben wir, also wir leben davon, solche Schäden auch zu zeigen und es halt einfach besser zu bauen. Warum das Ganze auseinandergeflogen ist, weiß ich wirklich nicht. Vielleicht war der Motor von innen am Glühen, es war alles schon angelaufen, weil keine Schmierung da war. Ich bin wirklich überfragt, wir müssen es zerlegen, wir müssen kontrollieren, wie viel Öl ist noch drauf, wie viel Wasser ist noch drauf, was ist alles angelaufen, was ist eigentlich passiert. Aber ich würde sagen, jetzt laden wir erstmal ab, schieben das Auto in der Halle und dann zerlegen wir die Front. Ja, also Kollege Materialmord hat definitiv wieder zugeschlagen. Ich habe den Unterboden abgebaut. Wir haben den Limo-Motor, der bei Jean-Pierre im Museum steht, den haben wir ja noch nicht ganz zerlegt, der wird eine ähnliche Liga sein, aber das ist der krasseste Motorschaden, den ich auf jeden Fall hatte. So, man nimmt den Unterboden ab, da liegt auf dem Unterboden einfach ein Teil vom Block. Hier war mal der Kassettenkasten angeschraubt. Oh, die Schraube ist noch fest mit Dichtmasse und allem. Noch ein Teil vom Block. Ja, das wird wahrscheinlich hier sogar hier. Können wir jetzt zusammenschweißen. Kolbenring. Und ja. Jeder, der probieren würde, einen Kolbenring aus dem Motor zu kriegen oder einen Kolbenbolzen, weiß, was das für eine Action ist. Ne? Also es ist einfach unbeschreiblich. Jetzt gucken wir mal als allererstes. Also Kühlwasser war noch genug drauf. Öl habe ich mit Absicht noch nicht abgelassen. Es hat aber selbst, die Teile haben selbst den Wasserkühler zerschlagen. Also das Wasser, was unten rauskam, ist tatsächlich hier ein Einschlag in den Wasserkühler. Hier und hier. Sieht man das da durch? Da? Mhm.
Ja, also der ist auch Fritte. War der richtig Druck drauf. Also als allererstes, ich bin heilfroh, dass es in der Messehalle passiert ist und nach der Messe, weil das auf Rennstrecke wäre definitiv gefährlich geworden. Also das wäre nicht nur ein Abflug gewesen, sondern ja, da hätte die Kiste genauso wieder anfangen können zu brennen. Ich hätte ausrutschen können, noch viel schlimmer ist, derjenige, der hinterher fährt oder als nächstes um die Kurve kommt, wäre 100% genauso mit abgeflogen. Also da können wir echt froh sein, dass das so glimpflich in Anführungsstrichen abgegangen ist. So, Kolbenbolzen. Sieht jetzt im ersten Moment einwandfrei aus. Also da ist nichts angelaufen. Man sieht halt nur, wo der überall eingeschlagen ist. So, und jetzt? Jo. Guckt euch dieses dezente Belüftungsloch an. Boah, das war sogar größer, als ich gedacht habe, jetzt. Ja, ist auch alles. Ja, das ist der Kolben übrigens. Alter. Ja. Also hiermit stellt sich auf jeden Fall keine Frage mehr, ob der Zylinderkopf noch heil ist. Hm. Wenn das die Oberseite des Kolbens ist und das Ding so zermackelt ist, dann weiß man, dass die andere Seite definitiv auch zermackelt ist. Meinst du, man kann noch irgendwas dann vom Motor, also so von innen verwenden? Müssen wir mal gucken. Bei Kurbelwelt und so wird er auch. Also ganz ehrlich, das ist ja jetzt ja kein hyper teurer, was weiß ich, wie Motor. Das war halt schon noch recht Serie, ne? Ob sich das am Ende lohnt, ist eine andere Sache. Guck mal, hier sieht man auf jeden Fall erstmal, das wird interessant. Sehr flüssig, ne? Also sehr. Ja, dafür, dass es eigentlich ein 20 W60 ist, muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Achso, vielleicht noch Kühlwasser drin? Naja, Kühlwasser kann eigentlich nicht drin sein, weil es ist, hier ist kein Wassermantel. Also, wenn ich das Kühlwasser beschädigt hätte, wäre es jetzt aus dem ganzen Block rausgelaufen. Weil das ist ja, siehst du ja, guck mal, Wasserkühler, Wasserpumpe. Wir sind tiefer als die Wasserpumpe. Das heißt, wenn da Wasser wäre, wäre der ganze Behälter leer gelaufen. Ist aber nicht, weil das Wasser noch komplett im Kühler und im Dings drin stand. Und wenn es durch den Kopf reingegangen ist? Dann muss es ja trotzdem da rauslaufen. So. Okay. Weißt du, weil es kann jetzt ja nur in dem Bereich beschädigt sein und es würde dann ja komplett nachlaufen. Das heißt, dadurch, dass die Flüssigkeit im Behälter noch ganz normal stand, ist das ein Indikator dafür, dass hier wassermäßig nichts beschädigt ist. Aber geiles Belüftungsfenster hier, ne? Ist der neue Peilstab hier für den Finger. Ja, aber das werden wir gleich feststellen, damit schon mal, wie viel Öl hier rauskommt beim Ablassen. Also wir werden natürlich den ganzen Motor dann irgendwo bei einem Motorenbauer nochmal zerlegen, aber viel zerlegen brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Oh, okay, das war die andere Seite vom Kolben. Ich finde schon, ehrlich gesagt, ich hole meine Lampe. Interessant ist jetzt, wie sieht das Pleuellager aus? Als allererstes ist es schon mal interessant, wenn du so gerade drauf filmst. Also blau angelaufen, dass der Motor festgegangen ist, ist es definitiv nicht. Aber, wie ihr seht, ist gar kein Pleuel mehr da. Das heißt, es ist nicht nur der Kolben hammerhart in der Mitte durchgebrochen, sondern zeitgleich ist unten auch noch alles abgerissen. Mhm. Was jetzt als erstes passiert ist, weiß ich nicht. Es kann zum Beispiel sein, dass Folgendes passiert ist. Kolben nach ganz oben, stecken geblieben, Motor dreht weiter, reißt entweder nur den Kolbenbolzen hier aus, deswegen sieht das dann so aus, weil der Motor will weiter runtergehen, der Kolben wird festgehalten und es macht Klung. Andere Variante ist, der Kolben ist stabil genug, Motor geht runter und er reißt unten das Pleuelauge auseinander, was eigentlich relativ selten der Fall ist, weil das schon relativ massiv da ist. Oder die letzte Variante ist, dass unten alles abreißt, der Kolben dann oben stehen bleibt und dann das Pleuel halt hier so hin und her wackelt. Ne? Was allerdings, ja, also mein Bauchgefühl sagt mir zur Sekunde auf den ersten Blick, dass der Kolben gebrochen ist. Dass der Kolben gebrochen ist und in dem Moment ist hier unten alles rumgeschlagen und deswegen... wie es dann vom Pleuelauge abgekommen ist, kann ich nicht sagen. Hier, die nächste Seite sieht noch einmal frei aus. Ich kann aber halt auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass hier, dass das brutal angelaufen ist. Können wir mal ein bisschen durchdrehen. Also interessant wird nachher auf jeden Fall noch Steuerrät auslesen, was hier so drehzahlmäßig ging. Da ist noch ein Gang drin gerade. Also hier sieht man zum Beispiel ein weiteres Pleuel. Das ist noch vollkommen in Ordnung, einwandfrei. Und hier ist definitiv auch nichts angelaufen. Also ich hätte mir jetzt erhofft, gewünscht, wie auch immer, dass die ganze Lagergasse schon blau-schwarz verfärbt ist. Das heißt, der Motor lief die ganze Zeit ohne Öldruck, ohne Schmierung, was er nicht kann, weil er dann ausgegangen wäre vom Software her, weil wir einen Limp-Motor drin haben, also einen
wie eine Art Notlauf, Notausschalter. Das wäre für mich aber die einfachste Erklärung gewesen. Dann wüsste ich, okay, alles klar, keine Schmierung, gleich 20 Minuten Leerlauf, gleich kaputt. So. Das ist aber definitiv nicht der Fall. Weil die Lagerstellen sehen einwandfrei aus. Äußerst dubios. Ja, das habe ich wirklich. Also ich bin mittlerweile zum Glück so entspannt, in Anführungsstrichen, dass ich das Positive aus dem Schaden sehe und halt einfach immer sage, es hätte schlimmer sein können. Ne, okay, also besser kann man es eigentlich nicht zeigen. Mhm. Also Ölstand ist on point genau die Hälfte. Also da hat definitiv keiner was reingekippt oder reingemacht oder. Weil das sieht halt genau so aus, wie wenn man fährt, genau auf Hälfte und fertig. Andererseits haben wir jetzt auch ein bisschen Öl verloren, oder? Ja, aber zwischen Minimum und Max reden wir von, keine Ahnung, bei dem Motor mit der größten Ölwanne, halben Liter. Mhm. Wenn ich so viel Fremdflüssigkeit in dem Motor haben wollen würde, dass es die Schmierung beeinflusst, reden wir ja mindestens von einer Mischung von 50-50. Also weißt du, da hätte jetzt einer 5 Liter reinkippen müssen oder 3 Liter reinkippen müssen, damit das Öl so durchdünnt wird, dass es halt wirklich zu dünn ist. Und das ist ja in dem Fall definitiv nicht so. Ich würde vorschlagen, wir machen mal Folgendes. Ich nehme einmal die Ölwanne ab. Das ist jetzt schnell gemacht. Also es sind jetzt schon 5 Liter Öl rausgelaufen. Das passt auf jeden Fall gut. So viel habe ich auch ungefähr beim Ölwechsel immer. Also so viel ist in der Ölwanne drin. Das passt schon. Was ich nochmal zeigen will ist, ich glaube auch ein Grund, warum der Motor so gut gehalten ist, weil ich finde selbst das Loch zeigt ein bisschen, wie stabil dieser Block aufgebaut ist. Ne? Weil es ist da rausgerissen, es ist da rausgerissen. Diese, ich nenne es jetzt mal Versteifungsplatte, also eigentlich die Lagergasse unten, ist wirklich nur von dem Pleuel rausgeschlagen. Ja, also das hätte auch nochmal deutlich, deutlich dramatischer aussehen können, das Loch. So, aber ich denke mal, Nico, bist du bereit, was hier gleich in der Ölwanne drin abgeht? Ich kann es mir eigentlich schon denken. Ja, aber, ja. Richtig. Da wird richtig Rambazamba drin los sein. So, wir brauchen ja nicht mehr vorsichtig sein, weil kaputt ist eh. Wobei, das schweißen wir noch. Das ist tatsächlich sogar ein Loch an der Ölwanne, was man ehrlich gesagt schweißen kann. Ja gut, das hat man sich denken können, ne? Finde ich einfach unglaublich, wie im Leerlauf so ein Gemüse entstehen kann, ne? Das ist ja wirklich alles krumm und schief, was krank. Ja, da ist wirklich komplett einmal Kernschrott. So, jetzt haben wir hier, eine Sache sieht man sofort. Jetzt haben wir hier tatsächlich zwei abgerissene Pleuelschrauben. Da ist jetzt die Frage, sind die abgerissen, weil sie durch Drehzahl abgerissen sind, also weil die Kraft darauf zu hoch war, oder sind sie abgerissen, weil der Kollege hier aus dem Block raus wollte. In dem Moment schlägt das Pleuel, man sieht es ja auch hier, wie das verformt ist. Na, hier sieht man es noch besser. Mhm. In dem Moment schlägt das Pleuel natürlich irgendwo gegen, die Kurbelwelle dreht sich weiter und das Erste, was in dem Moment abreißt, sind die Schrauben. Ich persönlich würde sagen, es waren nicht die Schrauben, weil dafür sind sie zu gleichmäßig abgerissen. Wenn jetzt eine ein bisschen höher, ein bisschen tiefer abgerissen wäre, aber sie haben beide den gleichen Überstand, woraus ich ableiten würde, dass sie den gleichen Krafteintrag hatten und definitiv abgerissen sind, weil das Pleuel einfach weiter wollte. Dieses Auge hat sich seinen Weg gesucht, also das Pleuel wollte so raus, wurde von der Kurbelwelle weiter rausmassiert und in dem Moment... Aber der Kolben war fest. Ist hier aber... Naja, das weiß ich nicht. Da können wir gucken, ob wir das gleich vielleicht noch irgendwo sehen können. Aber das sieht schon krass aus, ne? Mhm. Weil man sieht ja hier, wie es definitiv raus wollte. Angenommen, es reißen die Schrauben ab. Dann hat man ganz oft Glück, dass der Kolben stehen bleibt und das hier unten einfach nur noch so macht. Das heißt, in dem Moment hat man gar nicht die Bewegung nach links, rechts, um einen Pleuel hier so, ach so, durchzumassieren. Ne? Und dadurch, dass das so krumm gebogen ist, würde ich definitiv sagen, dass es hier noch fest war, weil sonst kriegt man gar nicht die Kraft hier drauf, um so eine Banane zu machen. Und wenn der Kolben, kann er auch unten rum stecken bleiben oder eher nicht? Ja, er kann überall stecken bleiben. Der kann oben, unten, Mitte, weil überall. Wenn er unten rum stecken geblieben ist, hat Kurbel... Also meine Vermutung... Hat das Pleuel ja noch genug Platz, sich so zu verbiegen. Ne? Also meine Vermutung ist, das Pleuel war ganz, der Kolben ist einfach nur abgerissen. Der muss doch nicht mal stecken bleiben. Ach so. Aber in dem Moment, wenn der Kolben abreißt, ist dieses Auge hier oben ja gar nicht mehr geführt. Das heißt, dieses Auge macht dann ja so, dann dreht sich die Kurbelwelle weiter. Als Beispiel, ich sag jetzt mal, die dreht sich dann, also es steckt so drin, die Kurbelwelle dreht sich weiter und irgendwann macht es ja logischerweise den hier. Guck, sieht man sogar. So, irgendwann dreht sich das weiter und dann blockiert das Ganze im Motor, weil hier nicht genug Platz ist. Und genau in dem Moment, zack,
ist ein Loch im Block und die beiden Schrauben reißen ab und das Lager fliegt auch weg. Mhm. Weil wir können auf jeden Fall sehen, die Buchse hier oben ist einwandfrei. Also da ist definitiv nichts festgegangen. Weißt du, weil der Kolben ist ja, der ist ja auch in der Mitte durchgebrochen. Wisst ihr das? Der ist ja, also es kann auch sein, dass beim letzten Mal fahren der Kolben in der Mitte schon durchgebrochen war. Und wir wirklich Glück gehabt haben, jetzt mit dem ersten Gasstoß ist es auseinandergeflogen. Weil hier, also festgegangen, lagermäßig ist hier definitiv rein gar nichts. Weil, wenn man sich das anguckt, Alter, das ist halt schade bei dem Motor. Guckt euch die Schale an, die sieht eigentlich fast wie neu aus. Und das ist sogar die obere, das heißt, das ist sogar die druckbelastete Schale. Also das ist die Pleuellagerschale, die wenn dann verschleißt. Die sieht halt echt aus wie neu, ne? Ja, und dann ist hier noch der Rest vom Gemüse drin. So, und bei einem, wenn so ein Motor ausdreht, also wenn das ganze Auto mit Last hinterher schiebt, dann verstehe ich das ja, dass so ein, dass man so viel kaputt macht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die reine Schwungmasse von dem Motor beim Abtouren schon mit diesen paar Umdrehungen reicht, dass das Ding so auseinanderfliegt. Ja. Sieht aus wie neu. Also, im Öl war definitiv nichts drin. Soweit ich es jetzt zur Sekunde sehen kann, leider finde ich noch nicht mal gerade die Ecken. Also der Rest vom Kolben ist... ist wahrscheinlich in 1000 Einzelteile. Ja, das wird alles weg sein. Weil daran wäre nochmal interessant zu sehen, wie der Rest davon aussieht. Aber das finden wir jetzt leider nicht. Hm. Na guck hier, Ölwanne können wir jetzt anschweißen. Wie eine Banane auseinandergegangen. Ja, also da sieht man mal, wenn dieses Haarprofil sich hier so auseinanderquetscht, was in dem Moment hier an Druck drauf war. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das kriegt man nicht hin, wenn die Schrauben abreißen. Also wenn die Schrauben abreißen, glaube ich nicht, dass man, weil irgendwie muss ja trotzdem dann noch dieser Druck hier zwischen zustande kommen, um das so rauszudrücken. Und ich sage, das geht nur, wenn oben abgerissen ist, die Seite lose ist und beim Runterdrehen verkantet es sich. Weil es halt nicht mehr so hoch und runter geht, weil es durch den Kolben nicht mehr geführt ist, sondern dementsprechend einfach da drin macht, was es will. Oder Schrauben abgerissen und es hat sich dann da drin alles verkantet. Also wenn natürlich die Schrauben abreißen, das Pleuel, keine Ahnung, dazwischen irgendwo steckt und dann kommt die Kurbelwelle und so, dann macht es das natürlich auch alles krumm. Aber das im Leerlauf? Ja. Also Fakt ist, lagermäßig ist nichts. Wir können ja mal einmal reingucken, ob man laufflächenmäßig irgendwas sieht. Mhm. Also ich sehe, okay, ich nehme alles zurück, dass der Kopf auf jeden Fall im Arsch ist. Weil es sind noch alle Ventile dran. Ventile sind zwar krumm. Ich mache da mal ein Foto von, dann können wir vielleicht das Foto einblenden. Aber der könnte tatsächlich noch rettbar sein. Außer das Ventile sind auf jeden Fall krumm. Lagerstelle sieht gut aus. Die Lauffläche sieht so sauber aus, da hat nichts geklemmt. Also, wenn der geklemmt hat, sieht man, das müsst ihr mir jetzt zur Sekunde einfach glauben, ihr werdet es ja später eh sehen, wenn wir es nochmal zerlegen. Wenn ein Motor klemmt, heißt das ja, dass mechanisch etwas aufeinander reibt. Und dann müsste man irgendwo, okay, wir haben jetzt hier gerade kein Kolbenhemd parat, aber man würde am Kolbenhemd sofort sehen, dass es geklemmt hat. Hier so zum Beispiel kann man es gut sehen. Also ja, wenn, dann klemmt der Kolben, ja, wobei doch, er klemmt meistens, wenn er unter Last klemmt, klemmt er eher hier oben, weil das der Temperaturbereich ist. Das heißt, da dehnt es sich mehr aus. War natürlich keine Last drauf, weil war ja Leerlauf. Aber ihr seht ja auch hier, da ist nichts von Klemmen. Da ist kein einziger Längskratzer drauf. Mhm. Da hat definitiv nichts geklemmt. Guck mal, die Flächen sind so schön hier. Wenn das jetzt alles so zerkratzt wäre, hätte er geklemmt. Also, zwei Varianten. Ich sage, Variante 1, Kolben in der Mitte durchgebrochen. Das muss allerdings beim letzten Mal fahren sein, weil diesen Riss hätten wir ja gesehen, als wir den Kopf wieder drauf gesteckt haben. Oder jetzt im Leerlauf Kolben hier abgerissen. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, weil der Kopf nach oben sieht doch ganz gut aus. Und dann halt darunter Halligalli Party gemacht. Ne? Bei dem, was der Motor alles durchgemacht hat, hätte ich echt nicht gedacht, dass er da den Geist auf. Ja. Hier sieht man auch nochmal, das ist quasi Kolben oben, das ist eine Ventiltasche. Und da sind auch auf der Fläche zur Laufbahn rein gar kein Riefen, nix. Also ich sagte, der hat nicht geklemmt. Entweder Pech im Leerlauf einfach abgerissen oder ich weiß es auch nicht. Ja, aber eine Sache machen wir noch. Dafür muss ich allerdings kurz meinen Laptop holen. Wir lesen ihn nochmal einmal aus, weil das Steuergerät lockt zum Glück immer mit, wenn der Motor läuft. Das heißt, wir können gleich gucken, was da eigentlich passiert ist. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Man sieht hier richtig gut, also hier ist ja eine Hülse drum, die zentriert die beiden Lagerdeckel zueinander. Ne? Und diese Hülse ist hier mit einer Kerbe richtig
eingeschlagen. Das heißt, hier war seitlich eine Kraft. Und diese seitliche Kraft können die Schrauben natürlich nicht, weil eine Schraube kann immer nur einen Anzugsmoment erstellen und die eigentliche Kraft sind die beiden Flächen aufeinander. Das heißt, sobald die Flächenpressung, beim Rad ist es genauso, nicht mehr da ist, reißt jede Schraube ab. Und ich finde, dass dieser defekte Kragen hier, also in dem Moment, wenn natürlich das Pleuel hier irgendwo gegenschlägt, passt natürlich die Flächenpressung nicht mehr und die Schraube schert zur Seite ab, weil eine Schraube kann keine Scherkraft aufnehmen. Scherkraft heißt eine seitliche Kraft, die es halt abschert. Ne? Ja, schwierig. Ja, wir holen meinen Laptop. Als allererstes muss ich mich bei der Firma notebooksbilliger.de bedanken, weil sie haben in dem letzten Video gesehen, dass dieses Gerät nicht mehr einsatztauglich ist. Oh, ja, Akku auch nicht mehr. notebooksbilliger.de, vielen Dank, kommen aus Hannover. Riesenkonzern geworden. Ich kenne die Jungs wirklich noch, als sie ganz klein angefangen haben. Sie haben gesagt, als angehender Programmierer braucht man definitiv ein ThinkPad von Lenovo. Kennt definitiv jeder an diesem roten Button. Mhm. Vielen Dank. An der Stelle wollte ich auch nur noch mal darauf aufmerksam machen. Vom 18. bis zum 31.12. gibt es bei notebooksbilliger.de einen End-of-the-Year-Sale. Ich glaube mit bis zu 70%. In der Videobeschreibung habt ihr einfach einen Link. Jeder, der noch mal kurz shoppen will, kann sich etwas gönnen. Ich finde es geil, weil das Ding... Ich weiß gar nicht, wo es kaputt gegangen ist. Doch, ich weiß es. Ich bin immer Typ Kandidat, der, wenn er in Urlaub fährt, das Notebook in Koffer tut. Ich habe das aber im Koffer richtig schön zwischen den Klamotten eingegraben. Dann wurde aber der Koffer aufgemacht, wie es halt meistens so ist, wenn ein Notebook drin ist. Und die haben das Ding natürlich ganz oben draufgelegt. Also die haben meinen Koffer nicht wieder so zusammengepackt, wie er ursprünglich war. Hm. Und zack, im Urlaub aufgemacht. Es war eigentlich ganz geil, das Ding, ne? Weil du kannst das auch hier so nutzen und so, ne? Hm. Ja, so natürlich nicht mehr. Egal, lange Rede jetzt hier, weil gefühlt jeder Programmierer oder der irgendwas arbeitsmäßig, außer Schnitt, das ist nochmal ein anderer Punkt, mit so einem Rechner macht, da sieht man eigentlich immer diesen ThinkPad. Also das ist wirklich cool. Und was mich auf den ersten Metern komplett überzeugt hat, ist genauso wie bei Apple diese Face-ID-Funktion. Das heißt, das hat er schon krass. Du klappst den Laptop auf und er kennt sofort dein Gesicht und er nickt das quasi. Und wie oft ist es mal so, gerade keine Hand frei, Kaffee trinken? Ja. Und so weiter, ne? Deswegen. So, ja, jetzt sind wir hier wieder voll im Rennen. Und auch Akkulaufzeit soll von dem Ding auch echt krass sein. Jetzt gucken wir mal. Ein Glück, das Steuergerät ist so konfiguriert, dass es, sobald der Motor läuft, immer am Loggen ist. So, und hier haben wir jetzt unseren Log. Jetzt können wir ja mal reingucken, was hier eigentlich so geht. Der lockt nicht dauerhaft, sondern der lockt nur, du kannst einstellen, wann er lockt, damit das Ding halt nicht komplett... Also es gibt einen Aktivierungspunkt, das heißt zum Beispiel, wenn einmal über 1000 Umdrehungen, dann 30 Sekunden mindestens, falls er wieder drunter fällt. Oder wenn Öltemperatur oder. So, hier haben wir die Drehzahl. Hier sieht man schön, mal gucken, was wir hier gerade haben. Okay, wir sind hier auf jeden Fall direkt in dem letzten Lock drin. Das passt, hier haben wir die Maximaldrehzahl. Jetzt stellen wir uns das Ganze einmal ein. Trigger-Counter etc. interessiert uns alles nicht. Wir wollen ja eigentlich nur sehen, gerade Select Channels. Was interessiert uns? Pressure, Coolant Pressure, Oil Pressure und ein paar Temperaturen. Ne? So, jetzt sieht man hier, dass der Motor lief. Hier gebe ich ein paar Mal Gas. TPS, hier sieht man die Gasstöße. Win. 50%. Dann einmal kurz Vollgas. Da hat er hochgedreht auf 5000 Umdrehungen. Und dann habe ich ein weiteres Mal Vollgas gegeben, hier. Das war das, wo er so hochgedreht hat. Und da hat er gedreht bis... Warte mal, wir zoomen mal ein bisschen ran. Also die gelbe Linie hier ist gerade Drehzahl. So, da ist er tatsächlich in Begrenzer gegangen bei genau 8000 Umdrehungen. Ist dann von der Drehzahl her schon abgefallen im Begrenzer auf 7,5. Diese Linie ist immer noch, dass ich Vollgas gebe. Also da ist er im Begrenzer gewesen. Könnten wir uns jetzt auch angucken, ob er da quasi im Cut ist. Und ist dann von der Drehzahl her, dann bin ich vom Gas gegangen. So, jetzt können wir gerne hier nochmal kurz reinmachen. Fuel und Ignition Cut. Fuel Cut, Ignition Cut. Zack. Ah, es klickt sich auch schon so geil. Jetzt sieht man hier, Vollgas. Hier ist er einmal in Drehzahl begrenzt. Dann macht er in dem Moment einen Fuel als auch einen Ignition Cut. Das sind die beiden Dinger hier. Von 0 bis 100%. Dann fällt die Drehzahl. In dem Moment, da ich noch Vollgas draufstehe, geht er wieder hoch und er geht wieder in den Fuel Cut. Und hier pling, genau in dem Moment muss irgendwas abgerissen sein. Da gehe ich dann vom Gas und er rollt aus. Lambda
Also war alles safe in dem Moment, ne? Wenn ich jetzt hier gerade gucke, Motor war warm, 50 Grad Öltemperatur, Wasserdruck, 5 Bar Öldruck. Das will man bei 5 Bar Öldruck falsch machen. 24 Grad Ansauglufttemperatur. Wasserdruck 1,5 Bar im Begrenzer oben. Na, schade Schokolade. Ich persönlich hatte die Hoffnung, dass man hier mehr sieht. Weil eine Sache steht fest, drehzahlmäßig haben wir maximal gedreht 7, 7, 5, 8. Von 8 ist er runter auf 7, 4 und dann wieder hoch auf wieder 8. Und bei 8 macht er dann quasi dicht. Und dabei muss es abgerissen sein. Ja, sehr schade, aber man kann es jetzt nicht ändern. Also ich hatte jetzt ehrlich gesagt die Hoffnung, dass wir in dem Log irgendwie sehen, dass der Drehzahlbegrenzer nicht funktioniert hat und es 10.500 Umdrehungen waren. Dann wäre klarer, warum es abgerissen ist. Aber ganz ehrlich, ich habe auf der Rennstrecke schon viel, viel, viel häufiger 8.000 Umdrehungen auf dem Display gesehen, mit Last dahinter. Also das heißt zum Beispiel ein Kuppel und Motor dreht hoch. Oder einfach im Begrenzer überdreht, über eine Kuppe rüber, wo dann auch richtig Last ist. Aber jetzt kann es natürlich sein, dass im Leerlauf das Schlimme ist, dass da zwar keine Kraft ist, die hinterher schiebt, aber dafür die Drehzahldifferenzen viel, viel stärker und schneller sind. Also angenommen, ich überdrehe das Auto mit dem Auto, dann ist es ja schon so, dass der Motor langsam wieder abtourt, weil die Masse von dem Auto hinterher schiebt. Mhm. So, hier im Leerlauf ist es so, er dreht ganz schnell hoch und ganz schnell wieder runter. Und nicht, dass da die Fliehkräfte der Komponenten einfach für 8000 Umdrehungen zu hoch war, dass wenn bei 8 jetzt ganz schnell Begrenzer kommt und die Drehzahl fällt wieder runter, dass in dem Moment einfach der Kolbenbolzen auswandert. Mhm. Weil das habe ich so auch noch nicht scheinbar gemacht. Im Leerlauf mal so hoch zu drehen. Ne? Weil normalerweise habe ich natürlich immer vorher den Launch Control aktiv. Das heißt, er dreht gar nicht erst bis 8, sondern er geht dann irgendwo bei 5.000, 6.000 in die Launch rein und fängt an Druck aufzubauen. Habe ich in dem Moment aber alles ausgemacht, weil er am Bilzer Berg wieder hier und da mal so ein bisschen geknallt hatte. Und das ist halt lautstärkenmäßig immer dumm, deswegen war da alles deaktiviert. Ne? Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, lange Rede, gar keinen Sinn, dass wir, es gibt die Variante jetzt, wir, na, eigentlich gibt es nur eine Variante, das Thema mit Originalkolben ist somit durch, weil ich kann mit einem weinenden Auge einfach sagen, die Nummer ist zum Glück nur halb in die Hose gegangen. Es hätte auch voll in die Hose gehen können. Ich meine, ich bin ein gebrandmarktes Kind davon, was sowas angeht, was so Motorschäden angeht. Deswegen alles gut, dass es da immerhin in der Halle passiert ist. Dass es so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da muss definitiv schon, vielleicht war der Kolben auch schon angerissen. Und diese krasse Drehzahldifferenz hat ihm halt dann in dem Moment den Rest gegeben. Es hätte auch besser ausgehen können und ich hätte nur einen gebrochenen Kolben gehabt und der Motor hätte geklappert und ich hätte ihn ausgemacht. Aber am Ende ist eh alles Schrott und ich denke, jetzt ist endgültig der Zeitpunkt gekommen, wo wir von Subi den gemachten Block mit den IAP-Kolben einbauen sollten, weil so ein gebrochener Kolben zeigt halt einfach, dass ein Schmiedekolben einfach dann doch nochmal eine Liga besser ist. Ne? Weil ich erinnere euch an den Motorschaden von Marius zum Beispiel, was da an dem Motor los war und der Kolben ist nicht durchgebrochen, also nicht so krass auseinandergeflogen. Das heißt, dass so ein Kolben einfach mehr kann. Ja, Zeit ist reif. Ich denke, jetzt geht es mit dem großen Motor weiter. Das heißt, ihr könnt euch auch ein bisschen Content mit Subi, mit Andi freuen. Freue mich auch mal wieder, ihn mal wieder zu sehen. Lange nichts zusammen gemacht. Schade, dass es jetzt so ist, weil ich habe mich so gefreut nach der Messe, dieses Auto einfach im Winter in eine Garage fahren, Limo fertig machen, im Frühjahr Abarth rausholen, fahren und so weiter. Natürlich lieber jetzt in Ruhe im Winter fertig machen, als erst Event im April alles zerstören. Deswegen, alle Dude, so viel dazu. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Das Jahr geht zu Ende. Wir machen übrigens eine Videopause ab Donnerstag bis ins neue Jahr. Das heißt, am Donnerstag kriegt ihr nochmal ein letztes richtig cooles Video, was in diesem Jahr eigentlich alles so passiert ist. Wir resümieren nochmal alles. Es gibt ein paar Zahlen, ein paar Fakten. Und dann gönnen auch wir uns eine kleine Weihnachtspause. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr der Meinung seid, was passiert ist. Und sehen wir uns im nächsten Video.